Hallo, willkommen in meinem neuen Video. Ich war heute, oder besser gesagt, gerade eben einkaufen wieder mal. Jetzt ist genau eine Woche vergangen heute, also eine Woche und noch ein bisschen, weil wir haben schon abends. Und ich war jetzt erst bei Pennymarkt, habe dann aber festgestellt, dass sie ganz viele Sachen nicht mehr haben. Und dann bin ich danach nochmal, eigentlich wollte ich ja nur noch einmal die Woche und nur in einen Supermarkt, aber es ist leider im Moment nicht möglich. Und bei Pennymarkt gab es überhaupt kein Obst mehr und fast kein Gemüse. Und dann bin ich nochmal nach Lidl gefahren und bin jetzt wieder zu Hause. Und diesmal wird es aber, glaube ich, nicht ganz so lange reichen, weil es nicht so viel Auswahl gab. So, dann fangen wir mal an. Ich habe wieder ein fleißiges Helferlein, was mir die ganze Zeit die Sachen reicht. Also ich habe gekauft bei Pennymarkt gekochte Eier von Halloween. Halloween ist jetzt gerade vorbei, aber hartgekochte Eier essen wir immer gerne und ist ja eigentlich egal, welche Farbe die haben. So sind es jetzt noch was Besonderes. Also wir hatten jetzt noch keine Halloween-Eier. Und auch bei Low Carb finde ich, ist so ein hartgekochtes Ei zwischendurch mal ein guter Snack. Dann habe ich geholt diesen griechischen Naturjoghurt wieder, wie beim letzten Mal. Den esse ich ja total gerne zwischendurch mit ein bisschen Banane. Oder jetzt habe ich mir auch schon mal, da habe ich ja eigentlich nicht so viel, aber so ein bisschen Honig reingemacht. Total lecker. Der Patrick gesagt, oh, wo ist denn mein Thunfischsalat? Hast du ja gekauft. Ne, habe ich nicht gekauft. Habe ich deswegen jetzt heute gekauft. Der isst gerne diesen Thunfischsalat Mexikaner irgendwas. Ja, habe ich gerade, stach mir ins Auge, habe ich direkt eingepackt, bevor ich wieder Ärger bekomme. Dann habe ich beim letzten Mal Sandwich Toast machen gemerkt, dass wir gar keinen Mais mehr haben. Jerusalem isst ja immer gerne Mais drauf. Habe ich drei so. Die liebe ich, diese kleinen Dosen, weil die halten sich, also die essen wir dann auch. Also eine halbe Dose verbrauchen wir für irgendwas. Die andere Hälfte packe ich im Kühlschrank, die essen die Kinder so. Diese Riesendosen, da wirft man immer die Hälfte von weg, habe ich so das Gefühl. Kiri Kiri, ich finde, das ist der leckerste Sahne-Käse, Sahne-Frischkäse. Das ist ja so ein Zwischending, glaube ich, den es gibt. Weil ich finde, es schmeckt nicht jeder Sahnekäse. Also im Gegenteil sogar, die meisten schmecken nicht. Dieser Sahnekäse in den großen Packungen zum Beispiel schmeckt überhaupt nicht. So, dann habe ich geholt zwei Flaschen Malzbier. Der Patrick isst gerne, ja, der isst gerne mal Malzbier. Der trinkt gerne mal Malzbier. Ja, also ich kann schon mal sagen, insgesamt ausgegeben habe ich 60 Euro ungefähr. Erstmal war mein Einkaufszettel auch nicht so riesig. Ich habe jetzt nicht so die Mittagessen vorgeplant. Eigentlich schon, aber zum Beispiel hatte ich Grünkohl geplant, habe aber kein Grünkohl bekommen. Weiß ich jetzt auch nicht, bei beiden nicht. Muss ich jetzt nochmal gucken, ob ich irgendwo Grünkohl kriege. Dann Schinken. Den essen wir sehr gerne, diesen großen Metzgerschinken. Der ist immer sehr zart. Gouda, so ein dickes Paket. Geht hier auch immer weg, mögen wir alle. Dann habe ich geholt Hähnchenflügel und Hähnchenkeulen. Dann habe ich mal geholt Schupfnudeln. Die Lieblingsmortadella von der Rosalind, weil die so schön hauchzart ist. Die isst gar keine andere mehr. Nutella. Ich habe das letzte Mal bei Pennymarkt, weil hier hauptsächlich die Olivia und ja, die Rosalind ab und zu Nutella isst, habe ich beim letzten Mal bei Pennymarkt diese günstige Sorte geholt. Weil ich dachte, eigentlich ist das ja egal. Hat die Olivia sofort gemerkt. Die hat reingebissen, hat die gesagt, anderen Teller. Ja. Äpfel, das waren die letzten Äpfel, die ich gekriegt habe. Ich wollte eigentlich andere. Ja. Honig. Ja, wir essen jetzt alle gerne Honig. Auf einmal der Honig, der hier schon seit einem Jahr steht im Schrank, ist auf einmal leer. So, der Patrick trinkt auch gerne mal ein Energy während der Arbeit. Dann habe ich noch einen Humbuco Sahnekäse geholt. Ich bin im Moment total auf Sahnekäse, finde, schmeckt auch total gut zu dem Eiweißbrot. Dreimal Milch habe ich geholt. Ich hatte letzte Woche ja auch drei geholt. Und da ist die dritte heute geöffnet worden. Zweimal Tütensalat geholt. Ich wollte nämlich morgen Fisch machen und dann gibt es da eine Tüte Salat zu. Und den anderen mal gucken. Bananen, die letzten beiden Bananen in beiden Geschäften. Die Leute, die scheinen alle irgendwie Bananen zu hamstern oder so. Gurke. Sieht auch wieder nicht so doll aus und teuer. 1 Euro. Espresso. Dolce Gusto Espresso. Zitronensaft. Dann habe ich so Suppengemüse. Ich wollte nämlich die Tage irgendwann Erbsensuppe machen.
Oder Linsen, weiß ich noch nicht. Ich muss gucken, ob wir noch Erbsen oder Linsen haben. Hackfleisch habe ich geholt. Dann mache ich einen Nudelauflauf. Entweder an meinem Cheat Day oder ich mache meine Ausnahme. Noch ein Energy Drink. Toast. Wir hatten nämlich jetzt keinen Toast mehr. Die Rosalina hat heute zur Schule mein Eiweißbrot mitbekommen. Ups. Absturz. Hat ihr aber gut geschmeckt. Jetzt möchte sie erstmal immer nur Eiweißbrot. Dann nochmal Dolce Gusto Kaffee Latte für die Mami. Eine Kiwi. Kiwis gab es ohne Ende. Ich habe aber nur eine genommen, weil die Kinder gar nicht so oft Kiwi essen. Und manchmal ja, manchmal nein. Kleine Champignons. Weintrauben. Die roten Eier. Dann habe ich einmal geholt für den Patrick saure Gummibärchen. Der wollte unbedingt Bonbons. Senf, da habe ich auch bemerkt, die Tage, da musste ein bisschen in eine Soße rein, dass wir gar keinen Senf mehr haben, nur noch scharfen Senf. Diesen Weichkäse, den ich jetzt immer kaufe, habe ich nicht bekommen. Dann habe ich diesen mal hier genommen. Blätter habe ich ja schon beim letzten Mal nicht gekriegt. Da musste ich eine Butter holen. Dann gibt es jetzt bei Lidl so eine Käsetheke, Käseauswahl. Da habe ich jetzt mal ein kleines Stück Bierkäse geholt. Ja, Ofenkäse zu den Champignons. Ich liebe Ofenkäse. Dann habe ich ja für morgen wollte ich diesen Fisch machen, Pfannenfisch. Die Rosalind liebt den ja mit Brokkoli. Den habe ich leider nirgendwo bekommen. Also was heißt nirgendwo? Ich war jetzt bei Pennymarkt und bei Lidl, also habe ich ihn nicht bekommen. Bei Lidl gab es die beiden Sorten, im Angebot sogar, weil die gerne Pilze essen, die Kinder. Habe ich gedacht, nimmst du mal Champignons, hatten wir auch noch nie. Und ich weiß gar nicht, Sylterart hatten wir, glaube ich, schon mal. Weiß ich jetzt nicht. Die eine oder andere Sorte mögen halt lieber oder weniger gern, aber eigentlich mögen wir alle. So, dann hatte ich mir noch eine Pepsi Max Kirsch für heute Abend mitgenommen. Ich hatte jetzt mal Lust drauf. Beim letzten Mal, also letzte Woche hatte ich ja, glaube ich, auch eine oder zwei Flaschen gekauft. Dann habe ich einen Kassler geholt. Ich wollte nämlich zum Grünkohl Kassler machen. Ich habe ja keinen Grünkohl bekommen, aber ich kriege eigentlich immer oder die letzten Jahre, wenn ich Grünkohl machen wollte, habe ich den immer bei Netto eingefroren bekommen. Oder bei Rewe hatten sie den, glaube ich, auch. Ja, dann hatte ich noch für die Kinder zwei Zitronensprudel Zero. Einer ist, glaube ich, noch im Auto geblieben. Und für die Rosalind noch Snackmöhren. Ich mag die total gerne, aber genau diese nur von Lidl. Kann man auch gut in die Brotdose packen, finde ich. Die Olivia, die kann irgendwie keine Möhren essen. Also die mag die wohl und möchte auch immer. Aber die kaut die dann total lange durch, hat dann so einen Möhrenmus im Mund und möchte das dann aber ausspucken. Also kann das irgendwie nicht runterschlucken. Aber die Olivia hat schon, seit die Baby ist, Probleme damit, Sachen runterzuschlucken. Ich wollte das eigentlich jetzt bei der nächsten U-Untersuchung bei der Ärztin mal ansprechen, ob man da irgendwie was rausfinden kann drüber, weil es gibt ja diesen Reflux vielleicht. Weil ich weiß noch, wo ich der Olivia das erste Mal Brei gegeben habe, da war die auch schon 6 Monate. Das war richtig vom frisch gekochter und richtig durchpürierter, also war nicht ein Körnchen drin. Und die hat da so gewürgt von, also es war eine Katastrophe. Die hat auch erst 3-4 Monate später damit Brei angefangen, weil die das irgendwie nicht runterschlucken konnte. So ging das auch weiter. Also dann hat man ihr mal Brötchen zum Mümmeln gegeben. Kennt man ja, dass man so Brötchen gibt und dann nuckeln die da so dran rum. Da hat die sich ständig dran verschluckt. Also ich weiß gar nicht, wie oft die was im Hals hängen hatte auch und sich verschluckt hat. Obwohl ich da echt immer drauf aufgepasst habe. Bei Pennymarkt gibt es ja gerade eine Tollfundaktion. Da kann man hier diese Gespensterstofftiere sammeln. Da haben wir schon letzte Woche 2 abgeholt. Einmal die Ananas hier mit dem Geisterüberwurf und eine Tomate, die wie so ein Vampir so Flügel hat, weil die Olivia liebt Stofftiere, also jegliche Art. Und die Rosalind möchte immer einfach nur alles haben und dann ist eh uninteressant. Aber die Olivia, die liebt das echt. Direkt neben Pennymarkt bei uns ist Action und weil ich im Moment, habe ich ja schon öfter gesagt, wieder recht viel bei Mami-Kreisel reinstelle, habe ich mir da schnell ein paar Umschläge organisiert. Ja, das war's. Also wie gesagt, es ist jetzt schon abends. Ich habe gewartet, bis der Patrick Feierabend gemacht hat. Die Olivia, die geht im Moment nicht in den Kindergarten, weil die immer noch Schnupfen hat und jetzt kam auch ein bisschen Husten dazu. Aber eigentlich nur morgens 2-mal und dann hustet die den ganzen Tag nicht und ist topfit, also es ist recht anstrengend dann zu Hause mit ihr.
weil sie total fit ist und nicht in den Seilen hängt. Was ja auch gut ist natürlich, ne? Also bin ja auch froh, dass sie nicht krank ist. Aber ja, im Kindergarten darf sie dann nicht und möchte ich auch nicht unbedingt, weil, ja, ich bin ja zu Hause, dann kann sie auch zu Hause bleiben. Und deswegen musste ich jetzt warten, dass der Patrick Feierabend gemacht hat, um einkaufen zu gehen, weil ich die Olivia dann jetzt auch nicht mitschleppen wollte. Soll man ja jetzt in diesem Lockdown Light oder wie die den jetzt nennen, eh nicht. Man soll ja alleine gehen, möchte ich ja auch. Und will das ja jetzt auch wieder vermehrt einführen, dass wir alles alleine machen, einzeln und so wenig wie möglich auch machen. Deswegen mache ich ja auch diese Wocheneinkäufe. Ja, das ist jetzt diesmal irgendwie nicht so ganz gelungen. So ein ganzer Wocheneinkauf ist es nicht. Aber ich habe auch noch 2-3 Mittagessen von dem letzten Wochenplan. Zucchini-Pfanne mediterran zum Beispiel, die habe ich noch gar nicht gemacht. Und den Macaroni-Auflauf, dafür hatte ich schon alles eingekauft und habe ich nicht gemacht. Die hänge ich jetzt einfach dran und dann haben wir ja, wir haben Fisch, wir haben Hähnchenkeulen und Schenkel, wir haben den Macaroni-Auflauf, haben die Zucchini-Pfanne. Dann wollte ich Erbsensuppe oder Linsensuppe machen, Bockwürstchen haben wir auch noch da von letztem Mal. Und ja, dann hole ich noch den Grünkohl. Dann haben wir 6 Essen. Ist ja fast eine Woche, ne? Das war's dann von mir wieder mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut auch in meine anderen Videos rein. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder auch einen Daumen nach oben. Und ich freue mich, wenn meine Videos gut angenommen werden, wenn ihr da Spaß dran habt und könnt auch gerne immer kommentieren. Da freue ich mich auch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!